Hallo zusammen, willkommen zurück bei Foundation. Ja, unser kleines Dorf, ihr seht, es wächst. Unsere neu gebaute Getreidefarm, Bauernhof. Ja, das Getreide wächst. So soll es sein. Und in der letzten Folge hatten wir noch einen weiteren Handelsweg freigeschalten und damit uns ein neues Raster verdient. Ein neues Territorium. Und das schalten wir uns jetzt mal frei. Ich habe schon geschaut, was wir als nächstes nehmen. Es soll natürlich auch angrenzen. Zur Wahl stand dieses hier auf der rechten Seite oder dieses auf der linken Seite. Ich würde aber sagen, wir machen das linke. Zum einen haben wir hier weitere Büsche. Wir haben hier weitere Steine. Und ich habe hier noch zwei Holzfällerlager, die ich ansonsten abreißen müsste und ja, weiter hier hinten hinbauen müsste, um lukrativ Holz zu farmen. Aber so könnt ihr gleich hier den Wald abroden. So soll es sein. Gekauft. Für nichts natürlich. Steht uns kostenlos zur Verfügung. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch mehr kostenlos. Warum haben wir so viel Land kostenlos? Gekauft. Ah, jetzt kostet es Geld. Okay, wir hatten zwei hier sozusagen. Das ist sehr schön. Okay, dann können wir hier alles abholzen. Unsere Weizenfarm, unsere Schafzucht hier hinten machen. Und hier natürlich auch. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Zonen wieder markieren. Das heißt, Wohngebiete, Abbaugebiete, Landwirtschaftsgebiete, Aufforstung und verbotenes Land einzeichnen. Erstmal den Abbau, das ist wichtig. Das hatte ich nämlich letztes Mal schon vergessen. Wir müssen hier den Busch. Eigentlich können wir alles markieren, denn auch die Bäume sollen ja abgeholzt werden. So, alles klar, alles markiert. Hier drüben würde ich sagen, markieren wir das hier erstmal. Wir wollen es nicht übertreiben. Den Busch mit eingrenzen. Ja. Okay, das sieht gut aus. So, Landwirtschaft. Wollten wir dann hier erweitern? Wenn wir jetzt das Abbaugebiet alles wegmachen, ach, jetzt habe ich es gerade eingezeichnet. Mir wäre es lieb, wenn die erstmal hier diese Bäume wegmachen. Pass auf, tut mir leid. Wir machen es nochmal eben weg. Auch die Steine da hinten. Ich gucke mal, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Wenn wir den ganzen Wald rausnehmen. So, dann sollten jetzt alle neuen Forstarbeiter zu diesen Bäumen gehen und die weghacken. Beziehungsweise lassen wir hier die ganze Fläche mal roden und dann können wir hier wirklich unsere Felder anbauen. So, das hätten wir gemacht. Sehr schön. Neues Land gekauft. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt gleich abgeholzt wird. Wir können ja auch mal schauen, ob das alles so läuft wie geplant. Aufgabenliste, kein Auftrag. Arbeitsplatzliste. So. Sammlerhütte. Uns fehlt ein Sammler. Gucken wir mal eben. Wir haben noch zwei Arbeitslose. Den werden wir jetzt zum Sammler einstufen. Okay, und dann wird einer noch
Ja, was können wir denn mit dir machen? Weil alles ist besetzt. Holzfäller. Brauchen wir Holzfäller? Eigentlich nicht. Wir haben Bretter. 34 Stück. Stein haben wir jetzt 103, also maximal. Mehr geht nicht. Okay, komm. Da bauen wir noch eine Getreidefarm. Oh, hier wird schon Getreide geerntet. Das erste Getreide. Gebäude fertiggestellt. Wohnhaus. Ja, die stehen rum, weil das Lager ist voll. Können wir auch nicht verkaufen, die Steine. Wir können nur behauene Steine verkaufen. Hier wird fleißig Getreide geerntet. Und wir könnten schon eine Mühle bauen. Wir haben genug Gold auf dem Konto. Weizenfarm. Die Mühle kostet 200 Gold. Ja, wo bauen wir die mal hin? Wo bauen wir denn die mal hin? Die haben wir gesagt, hier sollte noch eine Farm welche herbauen. Echt schwer. Müssen wir hier. Nützt nichts. Müssen wir hier irgendwie mit herknietschen. So, Windmühle, Bäckerei. Kostet wieder Gold, Schneiderei. Brauchen wir Wolle. Wolle, da bräuchten wir noch Schafe. Oder? Wolle? Wolle, Wolle, wo bekommen wir denn Wolle her? Eigentlich von Schafen, aber ich sehe Wien, Köhlerei, Schmiede, Eisenschmiede, Schneiderei, Weberei. Ach hier, Schäferei. Los. Jetzt gibt's noch. Jetzt gibt's hier noch ein paar Schafe. Ui. Ich glaube, mein Plan, der ist hier komplett durcheinander. Weizenfarm kostet 100 Gold, die Hammer. Dann setzen wir die mal noch hierher. So, jetzt haben wir noch eine Weizenfarm, eine Mühle und eine Schäferei im Bau. Jetzt gucken wir noch eben Arbeitsplätze. Alles im grünen Bereich. Dorfbewohner. Ich glaube, einen Sammler haben wir jetzt zu viel eingestellt. Einen Bauarbeiter. Okay. So, blenden wir mal eben noch die Grenzen ein. Ja, das passt. Ja, dann tun wir das halt ein bisschen. Ja, nicht durcheinander bauen, aber bunt gestalten. Also mindestens eine Schäferei möchte ich da noch machen. So, wartet mal. Brunnen. Ich glaube, wir brauchen langsam noch einen Brunnen. Wenn die alle hier hinten arbeiten und die gehen immer hierher zum Trinken und zum Marktstand, ist das nämlich ein verdammt langer Weg.
mal schauen, ob ich so einen Marktstand nochmal hier hinten hinsetzen kann, ob das funktioniert. Ich meine, wir haben ja auch Büscher. Und sagen, hierher das Ding. Und noch einen Brunnen daneben. Machen wir denn jetzt den Brunnen hier? Hier. Oh ja, jetzt wird hier überall gehämmert. So muss das sein. Tja, dann hoffe ich mal, dass das so funktioniert, dass die Bären von hier hinten gleich zu dem Markt gebracht werden. Und dann können die Dorfbewohner sich gleich hier das Essen holen, hier trinken und dann wieder an der Arbeit gehen. Jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, überall Arbeitskräfte einzusetzen. Selbst hier am Marktstand muss ein Verkäufer hin. Wir brauchen in der Schaffarm Arbeitskräfte, die Mühle braucht Arbeitskräfte, unser Bauernhof, da braucht nochmal Arbeitskräfte. So, wir machen das jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal ein paar Angestellte weg, um zu sehen, dass wir hier nicht zu viel angestellt haben. Holzfäller passt. Der Windmühle, wir brauchen Müller. Hier haben wir schon mal zwei Arbeitslose. Würde ich sagen, da haben wir doch schon mal unsere Müllersleute gefunden. Erstmal einer, das genügt. Ein Müller haben wir. Jetzt wollte ich hier eigentlich noch an den Marktstand gleich einsetzen, aber das dauert. Wo fehlt's denn? Wir haben Holz, haben wir. Wir haben Bretter, wir haben Stein. Ach, Werkzeuge. 0 von 5. 15 haben wir noch, okay. Hier, ja, wird bloß nicht weitergemacht. Wir warten auf den Baumeister. Und Pia bringt hier 5 Werkzeuge. Guter Kerl. Ja, aber jetzt brauchen wir wirklich wieder Dorfbewohner. Und vor allen Dingen, wie geht's denn den Dorfbewohnern? Die sind zufrieden, würde ich sagen. Die haben Kirche, die haben Nahrung, die haben ein Zuhause. Ei, macht die Mühle einen Krach. Das haben wir uns nicht gut überlegt, die hier mitten ins Dorf zu bauen. So, wartet mal, Wohnraum. Ich muss hier noch ein bisschen Wohnraum hinmachen. Sehr schön. Die ganzen Hölzer hier haben sie schon abgebaut.
So, der Ordnung halber tue ich das immer wieder neu machen. So, Wohngebiet. Ja, nächste Kachel müssten wir vielleicht... Oh. Hier drüben haben wir auch noch massig Platz. So, der Brunnen ist fertig und unser Marktplatz ist auch fertig. Da braucht noch einen Verkäufer. Marktschreier, Lauen. Und wir verkaufen Brot. Ne, Bären verkaufen wir. Können wir noch einen bauen eigentlich für Brote? Aber ich glaube, doch wollen sie kein Brot. Wir tun das mal Brot herstellen. Mal hier. Die Schafe da richtig hier mit so ja, Schäferstöcken. So, Schaf züchten. Bitte entferne eins. Ja, wir haben keinen freien Dorfbewohner. Aha, guckt. Das ist ja ein kleiner Winzling, den sieht man gar nicht im Gras. Naja, jetzt macht nicht nur... Was ist denn jetzt? Fisch, liefere Fisch, Fisch haben wir nicht. Wir brauchen einen Schäfer. Oh, sehr schön. Die sehen hier gerade an. Schäfer. So, wo sind jetzt die zwei neuen Dorfbewohner? Okay, die sind da. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier der Schäferei. Da brauchen wir einen Schäfer. So, zugewiesen. Ich weiß nicht, wie viele Schafe wir züchten. Boah, guck mal, wie dick das ist. Sind die fett? Ja. Guck mal hier, der Kleine. Der frisst sich auch langsam fett. So, drei Stück habe ich. Okay, jetzt muss der Schäfer kommen. Das ist hier unser Schäfer. Dem streicheln. Da ist sie wieder nackig. Okay, damit haben wir jetzt die erste Wolle. Oh, das sieht richtig gut aus hier. Also langsam gefällt mir das Spiel immer besser. Jetzt kommt langsam Action rein. Da, jetzt sieht es doch aus wie ein Dorf. Sehr schön. Ne, wirklich sehr schön. So, wir brauchen noch einen Bauern und einen Müller. Und Henry wird Müller.
Okay. So, Bretter, Holz. Oh ja, 148 Holz. Da müssen wir gleich nochmal ein Sägewerk in Auftrag geben. Sägewerk, dass wir noch mehr Bretter machen, um die zu verkaufen. Können wir nicht bauen. Woran fehlt's? 100. Ach, 100 Gold brauchen wir. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ist ja wieder viel geworden. Und mal schauen, was wir das nächste Mal treiben. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Macht's gut.